So, na dann öffnen wir mal die Tür. Und das, was geblieben ist, ist das Puppentheater. Ihr seht, ich hatte noch kurz Zeit, irgendwie während dieser unerträglichen Folterszene mir noch schnell den Bart zu rasieren. Und ja, na gut, auf zum Puppentheater. Wir schnappen uns noch schnell unsere Tasche. Und dann ab nach oben. So, grundsätzlich könnten wir noch sagen, wir haben ja noch, na, auf geht's, die Gotenstellung irgendwie. Lass das Foto in der Nähe des Baches. Das könnten wir noch tun. Ramsti, Bamsti, Bamsti. Die müssten wir tatsächlich noch anrufen. Schau mal an. Okay, das Telefon. Das Puppentheater. Na gut, dann gehen wir mal schnell hier hin und wählen die Nummer. So, und zwar 6934. 6, 9, 3, 4. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay. Nicht jetzt. Ja, ehrlich gesagt, mir schickt nicht alle Leute abtelefonieren. Sendete. Ach so, die ist abgefallen. Oh, die haben ja alle durchwühlt, wa? Ja, natürlich haben sie das. So, Taschenlampe. Friends. Oder das Feuerzeug. Was ist ein Feuerzeug? So, ich denke, hier draußen wird es jetzt nicht mehr so unbedingt so sicher sein. Gott. Also, probieren wir das erst ja nicht. Wir gehen mal hoch zum Puppentheater. Schauen wir mal, welche bizarre Geschichte sich jetzt offenbart. Mama ist bei meiner Geburt fast gestorben. Das ist es, was mir von den Geschichten meiner Mutter, meiner Oma und meines Vaters in Erinnerung geblieben ist. Ich kann mich an wenig bis gar nichts von meiner Kindheit zu Hause erinnern. Okay. Ich muss es trotzdem versuchen. Vielleicht finden sich genau dort die wichtigen Ereignisse, die ich kennen sollte. Die Nanny. Was ich vorhin sehr seltsam fand, ist, als wir das Gespräch mit der Mutter gehört haben, dass die Mutter etwas irritiert, so kam es mir vor, wirkte, als wir sie auf Martha ansprachen. Gab es überhaupt Zwillinge? Oder ist Martha nur die Einbildung von Julia? Was denkt ihr? Okay, gut. Sprechen wir erstmal. Wie geht es Ihnen, gnädige Frau? Ja, wie sollt ihr gehen? Ich spüre einen stechenden Schmerz. Brauchen Sie etwas? Seelische und moralische Unterstützung wäre nicht schlecht. Ich bin ja schon mal froh, dass er jetzt wieder nicht ein Messer auswählen kann oder so. Ich kann es spüren. Es ist soweit. Okay, ja, Fenster öffnen. Nimm Knüppel. Oh Gott. So. Und? Handtuch nehmen. Okay. Handtuch und kochendes Wasser. Ist ja tatsächlich immer das, was man so immer so hört, so, ne? Ich brauche Handtücher und kochendes Wasser. Wäre so erschossen in der Situation, wenn ich da irgendwie jemanden beim Entbinden helfen müsste. Ich wäre komplett aufgeschmissen. Alles ist vorbereitet. Okay. Hilfe! Irgendwas stimmt nicht! Erich, Hilfe!
Irene, geht es nicht gut? So, Erich. Wo ist Erich? Ja, achso. Aha. Ah, jetzt kommt der zackige Erich. Was ist denn da los? Wie geht es dir, mein Schatz? Okay, Erich spricht nicht. Ich werde immer schwächer. Ja, Erich, mach was. Ruf den Arzt. Doktor, beeilen Sie sich. Irene ist krank. Irene ist krank. Irene ist nicht krank, irgendwie. Na, sag mal. Wir haben ja eine Ausnahmesituation. Code Red. So beruhigt. Oh, echt, ja? Okay, Erich, emotional kann ich dich jetzt nicht an ihre Seite stellen, anscheinend. Der Doktor muss her. So. Mal gucken, ob er sprechen kann. Sorge dich nicht, Irene. Der Schmerz ist natürlich. Okay. Pressen, Irene. Pressen. Pressen, Irene. Pressen. Presse muscht. Gebären. Ach, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn los? Warum? Ich hab die gedrückt. Pressen, Irene, pressen. Hier drückt halten? Nee. Ach, abwechseln. Na, das ist ja ein Spaß. Ihr ballert, Irene, komm. Oh, unheimlich Baby. Das Baby ist da. Okay. Oh, das ist so fies wie. Wie geht es dir, mein Schatz? Wie, was heißt mein Schatz? Ach so. Alles wird gut. Okay. Arme Mama. Ich sehe ein Kind. Sie hat so gelitten. Ich habe sie so sehr verletzt. Schon seit ich geboren wurde. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Den Hund streicheln erstmal. Kleine Waldi. Okay, und sprechen wir mal mit Mama. Oh, okay. Mehrere Optionen. Habe Hunger, ich muss mal. Mama, ich bin müde. Mama, ich hab Durst. Ach, na komm, hör mal. Ich hab Durst. Mama, ich hab Durst. Du hast gerade etwas getrunken. Na, das ist aber ruppig. Mama, ich muss mal. Mama, ich muss mal. Warte gerade auf der Toilette. Was soll ich dagegen tun? Oh. Nee, dann mal lieber. Sag lieber nichts. Fürchterliche Mutter. Aber es ist halt auch nur die Perspektive von Julia. Ist das wirklich so passiert? Oh. Okay. Was soll ich dagegen tun? Du bist unausstehlich. Was malt sie denn da jetzt dafür ein Bild? Irgendwie? Erstmal den Hundstreich. Erstmal beruhigen wieder. So, sprechen. Ich hab Hunger. Mama, ich hab Hunger. Und Mutti malt mal ein bisschen weiter, weil ich will wissen, was das Bild nachher wird. Man kann es ja schon so ein bisschen erkennen, irgendwie, aber es wird bestimmt irgendeine verstörende Scheiße sein. So, es ist noch nicht an der Zeit, es nervt mich nicht. Oh es Gott, ist doch Alter. Nicht Zeit zum Essen! Nerv mich nicht! Ich bin müde. Mama, ich bin müde. Oh nein, ich kann sie fertig malen. Oh, das reicht. Geh in dein Zimmer. Schade. Das reicht. Geh in dein Zimmer. Den Ballon nehmen. Schade, warum kann sie jetzt das Bild nicht fertig malen? Also, nicht, dass es jetzt irgendwie... Oh, der
Hund. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr ertragen. Ja, so hinterlässt er halt Namen auf Kinderseelen. Ach, der Hund. Lopschner, Platschner, Platschner. Ah! Oh. Eieiei. Der Ballon ist kaputt. Kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen. Ach Gott. Nee, mich. Nein. Meine Hände reichen nicht aus. Dieses Mal musst du es richtig lernen. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Nein, wenn ich... Nein, ich möchte nicht diesen Stock hier nehmen. Oh, nein. Kannst du nicht irgendwas... Nein. Tut mir leid, Mama. Das war ein Unfall. Bitte schlag mich nicht. Ich will das nicht tun. Ich meine, wir reden hier von Puppen, aber was halt dargestellt wird, ist schon sehr explizit irgendwie. Und, Mann. Natürlich geht doch nur das. Toll. Dumm. Oh Gott. Dumm. Und daraus ist Martha entstanden. Das ist nur ein Spiel. Ist es nur ein Spiel? Ich glaube, die Frau sagte, dass meine verlorenen Erinnerungen am Ort meiner glücklichen Kindheit wieder auftauchen würden. Dies ist der einzige Ort, an dem ich jemals wirklich glücklich gewesen bin. Sind das also meine Erinnerungen? Ist das wirklich mein Leben? Ja, sie hat sich quasi Martha erschaffen irgendwie, um das auszuhalten. Oh Gott. Ja, natürlich hat Julia dich zum Weinen gebracht, ne? So, kann sie irgendwas tun? Nee, Julia kann nichts tun. Irene muss also reagieren. Toll. Was ist los? Hat Julia dich zum Weinen gebracht? Ach Mann, ey. Gar nichts getan. Ich hab gar nichts getan. Jetzt werde ich dich zum Weinen bringen. Alter, was ist denn mit dir los? Aber gut, die Mutter sieht jetzt auch Bede? Ich verstehe nicht. Mann, ey. Das macht so wütend, ey. Du unverschämtes Mädchen. Ey, wirklich. So, kann sie jetzt was machen? Sprechen. Nein. Können wir bitte kuscheln? Ich liebe dich, Mama. Uff, ich langweile mich. Das hat so der Hilfeschrei. Mein Kinder brauchen Schatz, einfach bloß Schutz und Liebe. Mama hat dich so sehr lieb. Martha, willst du nicht mit deiner Schwester spielen? Julia, spiel mit deiner Schwester. Jetzt ist mal interessant, was jetzt passiert. Ich meine, sie hat halt gerade ein paar Knallte gekriegt irgendwie. Diese Reaktion ist normal. Jetzt. Das Weinen. Hör auf, diese Geschichte zu erfinden. Ah, okay. Gut, so ist es also nie passiert. Hör auf, diese Geschichten zu erfinden. Diese Geschichten? Ach so. Tja, nun, dann hauen wir den Krug runter. So, und lass mich raten. Martha kriegt dafür nicht den Anschiss. Über Julias Kopf ausgießen, aus dem Krug trinken. Gluck, 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 gluck.
Was machst du da, Martha? Also kann jetzt hier wirklich nur noch Martha ein Glas holen können, völlig entsetzt irgendwie die Dialoge antippen irgendwie. Tut mir leid, Mama. Und das ist ja eben das Schlimme irgendwie. Die Kinder können sich halt nicht wehren dagegen. Oder? Das ist halt, du nimmst sie emotional, seelisch komplett auseinander damit. Naja, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass der Krug wahrscheinlich kaputt gehen wird irgendwie. Also mach das jetzt einfach mal, damit die Geschichte hier vorwärts geht. Weil das ist für mich nahezu unerträglich hier, dieser Shit. Tut mir leid, Mama. Ich habe es nicht absichtlich getan. Ich glaube dir nicht. Du versuchst, dich über mich lustig zu machen. Das hast du absichtlich gemacht. Was hast du dazu zu sagen? Kann deine Schwester irgendwas machen? Nee, kann sie nicht. Ich bin wütend auf dich. Ich bin wütend auf dich. Ich werde dir Manieren einprügeln, du dummes kleines Gör. Wo ist eigentlich der Vater, ey? Mann, Scheiße, ey. Komm mit! Jetzt! Tut mir leid, Mama, es tut mir so leid. Komm mit! Ich werde dich in deine Schranken weisen, Gör! Leute, kurz an dem Punkt mal zur Info, ich werde euch mal unten einen Timestamp drin setzen, irgendwie, für die Leute, die das hier zu heftig ist oder die halt dadurch halt echt getriggert werden. Also ich selber würde tatsächlich vorspringen wollen irgendwie, weil ich finde das echt ganz, ganz mies hier gerade irgendwie. Also haut den Timestamp drin irgendwie, ich fasse nachher ganz kurz zusammen irgendwie, wenn das hier vorbei ist irgendwie, damit ihr den Anschluss wieder habt. Mama, ich werde es nicht mehr tun, versprochen. Zu spät. Diese falschen Tränen werden dir nicht helfen. Steh still! Wir sitzen. Unser Dackel hilft uns. Was wird denn das jetzt? Mir fällt auch... Den Hund nehmen. Mir fällt auch wirklich nicht, dass wir da in der Küche sind, da mit dem heißen Topf alle. Das finde ich gut. Ich gebe dir gleich einen guten Grund zu bellen. Nein. 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 Lass meinen Hund in Ruhe. Nee. 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 Nee, nee, nee. Ach, leck mich doch, Alter. Ey, warum zwingt ihr mich zu sowas jetzt hier, Entwickler? Das ist nicht geil. Also, das ist... Ja, toll. Es bringt nichts zu schreien, dummes Girl. Nein, Mama, bitte. Du bist verrückt. Sicher. Jetzt zeige ich dir, wie verrückt ich bin. Ach. Hilfe, Papa! Hilfe! Er kann da wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Also das... Schreien bringt nichts. Dein Vater ist nicht da. Wie immer.
Ich zieh jetzt einfach durch hier. Ist Ups. Das. Nein. Ist. Ich werde ihn nicht essen. Ich sagte, iss! Die haut uns jetzt so lange, bis wir ihn uns essen. Ich fing an, mich zu erinnern. Aber es war einfach viel zu viel auf einmal. Ich hatte keine Zeit, genau zu ergründen, was passiert war. Es wühlte mich zu sehr auf. Diese Erinnerungen hervorzuholen, war wie der Versuch, sich selbst einen Zahn zu ziehen. Fast unmöglich und viel zu schmerzhaft. Die weiße Frau hatte mir gesagt, die Kirche sei ein sicherer Ort, ein Zuhause für deren Kinder. Don Attilio, der Priester. Ich muss mit ihm reden. Ich muss mit ihm telefonieren. So, also Leute, wenn ihr jetzt den Timestamp benutzt habt, gut, dass ihr gemacht habt, irgendwie. Die Mutter hat tatsächlich den Hund noch getötet, irgendwie, und hat Julia gezwungen, den zu essen. Fällt mir nichts mehr zu ein. Das ist einfach, ist mir zu krass. Und tatsächlich bin ich jetzt wirklich wieder am Überlegen irgendwie, weil ich halt die ganze Zeit eigentlich der Meinung war, dass Julia tatsächlich irgendwie eine bipolare Störung oder irgendwas hat und sich Martha halt eingebildet hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass beide krank waren. Die Mutter war krank und Julia war krank. Also, so, okay, wir sollen jetzt erstmal Don Attilio anrufen. Das machen wir jetzt erstmal. Und die 3. Und die 8. Don Attilio war anscheinend der Vertraute der Mutter. Glaube ich zumindest. Und der Hier spricht Don Attilio. Pater. Wer ist da? Wie? Vater, hilf mir. Sie sind alle tot. Mama, Papa, alle. Julia, komm sofort zu mir. Bleib nicht allein. Es ist zu gefährlich. Komm in die Stadt. Du kannst hier bei mir bleiben und wir können über alles reden. In Ordnung? Ist gut, Vater. Aber zuerst möchte ich noch eine Weile mit meinen Puppen spielen. Julia, sei nicht albern. Komm sofort zur Kirche. Warum will sie denn jetzt mit den Puppen spielen? Sie hat doch gerade selber festgestellt, irgendwie, dass das halt irgendwie für sie zu schmerzhaft und eigentlich fast unmöglich ist, irgendwie zu sehr in der Vergangenheit jetzt rumzuwühlen. Herrschaftszeiten. So, Puppentheater. Nochmal Puppentheater. Oh, nimm das Fahrrad, fahr nach San Casciano. Okay, na gut, alles klar. So. So, okay. Könnt jetzt noch diese Nummer anrufen, die Gotenstellung weiter durchziehen, aber tatsächlich weiß ich jetzt ja nicht, ob ich das noch will. Weil, wen soll ich denn jetzt hier was durchsagen irgendwie? Der Krieg ist voll im Gange, irgendwie hier brennt alles. Ich wage zu bezweifeln, dass die Panzer immer noch da stehen. So, ich schnapp mir jetzt das Fahrrad und fahr zu Don. So. Nochmal ganz kurz Feuerzeug anmachen. Wo ist überhaupt unser Fahrrad? Da. So, okay. Schwubbidiwupp. Anmachen. Und tatsächlich ist mir das jetzt hier gerade ein Happen zu dunkel. Ich stell mal ganz kurz mein Gamma etwas hoch. Besser. Schauen wir mal kurz auf die Map. Okay, hier geht's also zum die Gotenstellung war da. Ja, man könnte es jetzt machen, aber ich sehe jetzt keinen Sinn mehr da drin irgendwie, nachdem uns ja die Zähne ausgeschlagen wurden irgendwie. Vater Edut ist, was soll das jetzt irgendwie? Also
So, okay, dann biegen wir mal jetzt hier rechts ab. Und fahren in die Stadt. Boy. Das war übrigens ein Spielewunsch von einem aus unserer Community. Von jemandem. Danke dafür. Danke, Herr Junger. Das ist so schlimm, das hätte ich nie im Leben gedacht. Warnung. Das folgende Kapitel enthält eine Szene, die in der Selbstverletzung dargestellt wird. Einige Spieler könnten dies beunruhigen. Möchtest du lieber die zensierte Version ansehen? Ich bin tatsächlich nicht der große Freund von Zensur. Es ist euch überlassen tatsächlich, ob ihr euch das jetzt geben wollt oder nicht. Der Kanal ist generell grundsätzlich ab 18 und dieses Video ist auch, wie im Disclaimer schon, ganz klar irgendwie abgerissen. Es hat explizite Sachen irgendwie. Das ganze Spiel über wurden schon explizite Sachen gezeigt tatsächlich und ich bin erstaunt, dass jetzt erst eine Warnung dafür kommt. Na, muss man mal auch sagen. Aber wenn jetzt eine Warnung kommt, heißt das für mich tatsächlich im Umkehrschluss irgendwie, was kommt jetzt bitte auf uns zu? Ich fand ja das andere schon, ich fand das mit der Schere, fand ich schon heftig. Wirklich, wirklich heftig. Irgendwie. Also Leute, schneidet euch an, wenn nicht irgendwie, ich würde es vollkommen verstehen, wenn ihr vorskippt oder irgendwas, aber wir ziehen es. Also wir wollen uns keine zensierte Version ansehen. Ich hoffe, ich bereue das jetzt nicht. Diese Jungs, sie wurden alle getötet und das war meine Schuld. Sie waren in meinem Alter und ein paar von ihnen waren unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passieren würde. Aber war es nicht offensichtlich? Was hatte ich denn eigentlich erwartet? Ich fühlte mich wie ein Feigling. Aber was hätte ich tun können? Hätte ich meinen Vater verraten sollen? Ich liebte meinen Vater. Aber ich liebte auch meinen Freund Lapo. Auf wessen Seite stand ich? Ich hörte einfach auf mein Herz. Ich dachte, dass ich das Richtige tun würde. Aber stattdessen war es das Schlimmste, was ich hätte tun können. Ja, okay, gut. Da vorne sind die Deutschen. Da würde ich jetzt tatsächlich nicht dran vorbeilaufen. Ich würde mal gucken. Kamen wir hier eine Map? Weiße Frau. Oh Gott, das sind alle Puppen. Ach, als ich diese Schwelle überschritten hatte, verlor ich den Bezug zur Realität völlig. Jeder um mich herum war gestorben, während ich alles überlebt hatte. Jetzt ab in den Beichtstuhl, oder was? Okay. 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 Ach du Schischkebab. Wie es abgelaufen ist. Ich erinnere mich nur an ein helles Licht und dann wurden Fotos von mir gemacht. Da war ein weiß gekleideter Mann, ein Arzt, nehme ich an. Er stellte mir Fragen, aber ich verstand sie nicht. Er schrieb etwas auf ein Stück Papier und dann brachten mich zwei Krankenschwestern weg. Okay, okay. Ich war in der Nervenheilanstalt. Einige Frauen führten Selbstgespräche, andere weinten. Einige waren sogar mit ihrem eigenen Kot verschmiert. Andere waren gewalttätig
und versuchten, sich auf jede erdenkliche Weise zu verletzen. Da war diese eine junge Frau, die sich den ganzen Tag lang selbst befriedigte. Unaufhörlich, bis zu dem Punkt, an dem sie zu bluten begann. Also fesselten sie sie ans Bett, sie schrie, fluchte und redete tagelang Unsinn. Sobald ihre Wunden verheilt waren und sie losgebunden wurde, fing sie einfach wieder an. Diese Frau war ich. Ach, komm. Sie gaben mir dann Injektionen. Was sie mir gaben, ließ meinen ganzen Körper erbeben. Ich brach mir einen Wirbel und einen Knöchel. Gott, Wirbel. Ich glaube, es hieß Cardiazol oder so ähnlich. Mein Körper war wie ein Feuer, das nicht gelöscht werden wollte. Wenn es scheinbar gelöscht war, kam es zurück. Sogar stärker als zuvor. Am Ende haben sie jedoch gewonnen. Ich hörte auf zu schreien und zu masturbieren. Und ich hörte auf zu denken. Es bestand keine Notwendigkeit mehr für eine Therapie. Etwas in mir war gestorben. Aber trotzdem bestand ich darauf, diese schmerzhafte Reise fortzusetzen. Ich war stärker, als ich es mir je hätte vorstellen können. Sprachlos. Bist du? Warte. Warte. Ich brauche Antworten. Geh nicht weg. Sprich mit mir über Martha, bitte. Das ist krass, dass die Puppe in die Bärensprache spricht. Ja, wie Martha. Ich bin Martha. Martha ist tot. Martha existiert nicht. So. Jetzt haben wir halt die Wahl. Ne? Wir müssen uns anscheinend jetzt entscheiden, irgendwie. Sind wir Martha? Existiert Martha und ist tot? Oder hat Martha nie existiert? Ich kann jetzt tatsächlich wirklich nur einem Impuls folgen und sagen, Martha existiert halt einfach nicht irgendwie, weil. Und ich beziehe mich jetzt wirklich auf dieses Gespräch, kurz bevor ich die Mutter erschossen habe, oder kurz bevor die Mutter erschossen wurde, sagen wir mal so. Was auch dafür sprechen könnte, dass ich Martha bin, aber Martha existiert doch nicht. Also eigentlich ist A und D wäre richtig. Weil Martha wird wahrscheinlich halt ein Teil ihrer Persönlichkeit sein, die sich halt abgespalten hat während dieser Misshandlung. Ich bin Martha. Martha existiert nicht. Ey, eigentlich existiert Martha nicht. Martha existiert nicht. Sie hat nie existiert. Sie ist nur ein Hirngespinst. Unmöglich. Ich erinnere mich an sie. Ich habe sie geliebt. Sie ist ein Teil von mir. Sie ist eine Erfindung. Ja, sie ist eigentlich ist sie ein Teil von dir. Sie ist aber auch eine Erfindung. Also. Also, wenn wir jetzt halt wirklich straight sein wollen, dann ist sie halt eine Erfindung. Ich muss es akzeptieren. Martha hat nie außerhalb meiner Fantasie existiert. Es ist sinnlos, diese Wahrheit zu leugnen. Das tut extrem weh. Und Mama? Lebt sie? Sie ist tot, ne? Wir haben sie erschossen. Also,
da würde ich jetzt mal sagen, ja, wir haben sie erschossen. Ich denke, Mama ist tot. Niemand weiß das besser als ich. Es ist sinnlos, sich etwas vorzumachen. Habe ich getan, was ich glaube, getan zu haben? Hast du getan, was du glaubst, getan zu haben? Ja, verdammt nochmal, es ist wirklich passiert. Ich habe sie zerteilt und unter der Brücke begraben. Gott, all das Blut. Mein Gott, ich wusste es. Was ist mit Papa? Die Soldaten? Ist das wirklich passiert? Ich denke ja, also das... Das Haus war komplett durchwühlt, irgendwie Bomben sind da eingeschlagen. Ich würde sagen, ja, es ist passiert. Es ist passiert. Er wurde direkt vor meinen Augen erschossen. Furcht, Schmerz, Scham. Ich kann es nicht loswerden. Aber ich kann es auch nicht noch einmal durchleben. Leider wusste ich das schon. Was ist mit Nanny? Ja, Nanny ist... Ihr geht es gut irgendwie. Na, wir haben ja nur erfahren eigentlich, dass sie tatsächlich relativ schnell gestorben ist, nachdem wir in ihr Haus gezogen sind. Also nachdem wir die Häuser getauscht haben, in dem Sinne. Sie ist tot. Arme Nanny. Sie hatte wirklich nichts damit zu tun. Aber sie starb in unserer Villa durch die Bomben. Ja. Wir retteten uns für eine Weile, indem wir in ihrem Haus Zuflucht suchten. Privilegien, weil man reich ist. Gefühle zählen allerdings nicht viel. Meine arme Nanny. Ich habe Angst, nach Lapo zu fragen. Ja, Lapo ist von den Deutschen erschossen worden. Also ich kann... Warum sollte ich das jetzt... Lapo gibt es nicht. Oh. Ihm geht es gut. Er ist tot. Warum sollte ich das jetzt alles anzweifeln, was passiert ist? Also was sollte mir das jetzt bringen, zu sagen, Lapo gibt es nicht? Er ist tot. Ich bin der Meinung, er ist erschossen worden. Also sehe auch keinen Grund daran, das anzuzweifeln. Obwohl wir relativ schnell genesen sind, irgendwie, nachdem wir ebenfalls angeschossen sind. Angeschossen wurden. Ja, könnte man jetzt spekulieren. Ne? Also es ist halt... Aber man will natürlich jetzt auch nicht irgendwie als Spielfigur die ganze Zeit immer so durch die Spielwelt humpeln. Von daher sind sie vielleicht nicht drauf eingegangen auf die Verletzung. Ich denke, er ist tot, weil wir waren noch am Grab. Und wir haben den Brief gefunden. Er ist Lapo tot. Lapo ist tot. Er wurde von einer Landmine zerfetzt. Er geriet in Schwierigkeiten und bezahlte mit seinem Leben. Landmine, ich dachte, er ist erschossen worden. Mein Freund. Armer Junge. Genau wie ich es in Erinnerung hatte. Stimmt, das war die Explosion. Eine Explosion, meinte ich. Eine letzte Frage noch. Die Schwangerschaft? Tja. Habe ich jetzt mein eigenes Kind verloren? Es gab keine Schwangerschaft. Wenn Martha nur schwanger war. War Julia denn schwanger? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tatsächlich. Und ich fürchte fast, sie war schwanger. Naja, ich war schwanger, aber dann hatte ich eine Fehlgeburt. So viel Blut an dem Morgen. Dann beschloss mein Verstand, dass die Dinge anders abgelaufen waren. Wer weiß, was ich noch alles verheimlicht habe. Das reicht jetzt. All diese Fragen sind sinnlos, nicht wahr? Es steckt alles in uns drin. Wir müssen nur den Spiegel drehen. Ist nicht alles nur die Reflexion einer unerklärlichen Existenz? Nichts weiter als ein Puppentheater. Ja, das mag alles sein, aber... Oh Gott, jetzt sieht sie durch den Spiegel. Mit
offenen Armen für alles bereit. Sogar zum Töten. Tatsächlich weiß ich jetzt nicht, wie YouTube reagiert, irgendwie, ob die uns jetzt claimen jetzt deswegen irgendwie, oder striken, für dieses Video. Ich weiß nicht, ob wir es zensieren werden, aber es ist eine Puppe. Na. Was jetzt? Beine immer bereit zum Laufen. Die Gebärmutter, die in Sünde gezeugt hat. Und schließlich der Verstand. Um uns zu schützen, hat er uns in Monster verwandelt. Auf jeden Fall können wir so nicht leben, oder? Ich kümmere mich darum. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich versuche zu schlafen, wenn ich kann. Ich habe das im Griff. Ach du Schande. Ach du Schande. Der Puppenspieler wird zur Puppe. Na toll. Oh Gott. Oh nee. Am 26. Juli wurde San Casciano bombardiert und die Kirche zerstört. Aber da war ich nicht mehr dort. Ich war da schon in der Anstalt. Ich trotzte so ein weiteres Mal dem Tod. Die Bomben hatten mich nicht umgebracht und ich habe auch mich selbst überlebt. Der wahrlich absurdeste Test und zugleich der härteste. Der Krieg ist seit einiger Zeit vorbei. Sowohl da draußen, als auch in mir selbst. Ich war auf der falschen Seite des Tores, aber jetzt kann ich das Blatt wenden. Das Leben öffnet wieder seine Pforten, nicht wahr? Wenn ich nicht das Glück gehabt hätte, mich selbst zu überleben, hätte ich wirklich alles hingeschmissen. Wir denken, die Gefahr lauert überall darauf, zuzuschlagen. Aber die hinterhältigsten und trügerischsten Gefahren sind die in uns selbst. Sie wachsen, ohne dass wir es ahnen. Sie lassen uns leiden, verwirren uns komplett und nehmen uns alle Selbstachtung. Ich hätte gern um Hilfe gebeten, aber ich war allein. Das ist meine Geschichte. Danke, dass Sie hier sind. Dass sie mir zuhören. Jetzt bin ich bereit zu gehen. Wie lange dauert es nach Haus? Was ist das für ein Spiel, bitte? Oh Gott, was ist Alter. Ja, tatsächlich, wenn wir die Adresse unten nochmal in die Kommentare, in die Beschreibung des Videos reinmachen, irgendwie, wie es schon da steht. Leute, wenn ihr
jemanden kennt, irgendwie der Probleme hat oder irgendwie merkt, dass Kinder nicht so behandelt werden, wie sie behandelt werden sollten, wendet euch an diese Leute und helft dem Kind. Darum jetzt tatsächlich. Das war eine krasse Story und das war eine richtig krasse Inszenierung. Also ich, tatsächlich muss ich das jetzt erstmal sacken lassen. Und das Schlimme ist, das passiert jetzt hier nicht nur im Spiel, das passiert eigentlich viel zu häufig und viel zu oft immer noch irgendwie, nicht nur damals. Und das ist schlimm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Happy End war, was wir jetzt hier erspielt haben. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt mehrere Enden erspielen kann, aber ich denke schon. Das war unser Durchlauf. Das war Martha is Dead. Tja. Wenn ihr wollt, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder. Bis dann.